Diesmal gibt es einen sehr viel einfacheren Titel als der meiner Doktorarbeit. Szene der Zeit. Ich benutze Szene und auch andere Materialien, um Klimawandel in der Vergangenheit oder gerade einen Klimawandel, der nicht stattgefunden hat, vielleicht auch zu rekonstruieren. Und würde Sie gerne mit auf der Reise nehmen, nach Afrika vor allen Dingen. Allerdings, wie ich schon erzählt habe, bin ich mit relativ vielen Gebieten dann doch unterwegs. Das sind seit 2011, glaube ich, die Gebiete, in denen ich Geländearbeit genommen habe, also das heißt mit einem schweren Rucksack voller Steine über Stock und Stein gelaufen bin. Die meisten davon war ich nur relativ kurz mit Kollegen, entweder zum Helfen oder einfach nur, um mal einen Blick drauf zu werfen. Und ich bin mittlerweile, habe ja eine Institutszugehörigkeit bei Oxford an der NYU, dann in Johannesburg am ESI, am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Und natürlich hier bei Senckenberg. Senckenberg ist meine Institution, in der ich mich zu Hause fühle, wo ich am meisten bin, wo ich auch wohne. Und also nicht in Senckenberg, es sind 200 Meter die Straße runter, aber ich bin mehr hier als zu Hause, glaube ich, mittlerweile. Auf jeden Fall, das sind so das, wo ich zurzeit aktiv bin. Und dann kommen natürlich viele Vorträge dazu. Das sind hier die blauen Punkte, wo ich dann auch relativ viel unterwegs bin. Allerdings ist das hier mein erster Vortrag in so einer Runde, also mein ganz anderes Publikum und mein erster Vortrag auf Deutsch jemals. Und ich hoffe, ich gleite nicht irgendwie komisch ab. Ich bin Deutsch, Muttersprachlerin, aber wenn es zur Arbeit kommt, wird es da manchmal ein bisschen komisch. Dann einfach pfeifen oder mich unterbrechen, bitte. Heute geht es um ostafrikanische Savannen. Also hier bin ich ich bin tätig in Tansania, Malawi, Mosambik und neuerdings auch in Südafrika, in der Cradle of Humankind, in der Wiege der Menschheit, in dem Höhlensystem. Und das ist das Hauptgebiet, über das ich heute reden werde. Ostafrikanische Savannen sind ein sehr diverses Ökosystem, eigentlich gar nicht so richtig definiert. Es gibt Baumsavannen, es gibt Grassavannen, es gibt sehr viele unterschiedliche Typen. Hier habe ich mal ein paar Fotos gemacht, die sind alle aus Kenia, Tansania, Malawi, Mosambik entlang des ostafrikanischen Riftsystems und man sieht schon, man hat alles von Bäumen bis zu wirklich offenen Grasländern hier. Hier ist einmal der Heinrich Thiemeier mit mir zu sehen, der auch im Zuschauerraum hier sitzt und auf sehr vielen Fotos da sein wird, mit dem bin ich größtenteils unterwegs, Bodenkundler an der Goethe-Universität in Frankfurt hier. Dem Hauptthema, das ich mich mit in den letzten paar Jahren ist, sehr schwierig in einer Frage zusammenzufassen. Ich habe es dennoch mal versucht. Also wie hat sich das Ökosystem der Savannen im ostafrikanischen Graben zur Zeit der frühmenschlichen Evolution entwickelt, sprich in den letzten 4 Millionen Jahren ungefähr? Und ist diese menschliche Anpassung an die Entwicklung der offenen Grassavannen gekoppelt, was man ja lange geglaubt hat? Das fing an mit der Savannentheorie, einfach der aufrechte Gang des Menschen. Das hat man ja, ich glaube, ich habe es in der Schule nicht mehr gelernt, aber viele andere vielleicht, dass man von den Bäumen runtergekommen ist, einen aufrechten Gang hatte. Und darüber ist man mittlerweile hinweg, aber insgesamt glaubt man noch, dass die Anpassung des Menschen an diesen Wechsel der Ökosysteme gekoppelt ist. Zur Evolution des Menschen will ich Sie gar nicht zu lange nerven. Hier sind Millionen Jahre, also die letzten 5 Millionen Jahre. Alles, was in Grau abgebildet sind, ist, was in östlichem Afrika, also im ostafrikanischen Riftsystem gefunden wurde, passiert ist, welche Evolution. Und man hat im südlichen Afrika noch ein paar Funde in der Wiege der Menschheit. Und dann irgendwann ging es dann auch außerhalb Afrikas nach Asien und Europa. Die Zeitscheibe, in der ich mich bewege, sind vor allen Dingen 2 bis 2,5 Millionen Jahre. Da sind die Funde her. Wir haben 2 aus Malawi, mit denen ich mich intensiv beschäftige. Einmal der Australopithecus boisei. Der sogenannte Nutcracker Man mit sehr starken Kieferknochen, so ein Ridge, richtig ein Rücken oben auf dem Kopf, wo die Muskelstränge angesetzt waren, um harte Nahrung wahrscheinlich zu nehmen, daher der Name. Dann der Homo rhodolfensis, einer der ältesten Homo-Vormenschen, der auch in Malawi gefunden wurde und jetzt in den Australopithecus africanus, der aus den Höhlen Sterkfontein in dem Höhlensystem im südlichen Afrika stammt. Das ostafrikanische Rift ist hier einmal in Orange eingezeichnet, zieht sich ganz durch Ostafrika, wie es ja auch so schön heißt, eigentlich von hier oben von Äthiopien über Kenia, Tansania, Malawi bis runter nach Mosambik. Hier oben ist es sehr alt,
Das ist vor, das ist sehr alt, vor 18 Millionen Jahren, glaube ich, hat es angefangen, ich weiß nicht. Und zog sich dann weiter in Malawi, zum Beispiel ist das Rift 8 Millionen Jahre alt und hier unten in Mosambik erst 2 Millionen Jahre alt. Es ist ein schönes Grabensystem, wenn man drüber hinwegfliegt, sieht man das sehr, sehr gut, kann aber schlecht Fotos machen. Deswegen. Und man hat eigentlich die Riftschultern, wo das Rift aufgebrochen ist und am Ende unten dann ein Boden, in den Sedimente hier herein erodieren von der Riftschulter aus. Und gerade in diesen Sedimenten suche ich nach Fossilien oder halt nach anderen Materialien, um die um das Ökosystem zu rekonstruieren. Vor allen Dingen bin ich in Malawi, und also in Malawi war ich 3 Jahre in Folge, auch mit dem Heinrich Thiemeyer, und hier in Tansania war ich letztes Jahr für ein paar Monate. Da sind beides Hominiden gefunden worden. In Mosambik ist ein neues, nicht so neu, bin ich seit 3 Jahren unterwegs, jeden Sommer für 2 Monate eigentlich. Und da sind wir auf der Suche nach Fossilien. Das ist noch das, was ein bisschen aufregender ist. Sprich, wenn ich von meinen Ergebnissen gleich rede, kommen die meistens aus Malawi. Wenn ich schöne Fotos zeige, sind sie meistens aus Mosambik. Aber da erzähle ich dann mehr drüber. Was hier an dieser Abbildung wichtig ist, dass ich zeigen wollte, dass wir verschiedene Grassavannentypen in diesem Riftsystem haben. Sprich, wir haben einmal eine Grassavanne, kennt man typisch Serengeti-Savanne eigentlich. Es ist ein diverses Ökosystem, aber primär wird es durch Gräser, durch offene Grassavannen, offene Grasfelder dominiert. Es gibt vereinzelt Bäume und natürlich gibt es dann auch mal rund um Seen oder Flüsse eine grünere Vegetation, aber generell ist es relativ trocken, offen und heiß. Im Süden des Riftes hat man die Miombo-Baumsavanne. Das ist ein Wald, eine Baumsavanne mit hochwachsenden Bäumen, viel Gestrüpp und Unterholz gibt es dann auch da drin. Es gibt natürlich auch ein bisschen Gras, auch gerade in offenen Mosaikstrukturen zum Beispiel, aber dominiert ist es bei einer von einer geschlossenen Baumbewaldung, Baumdecke. Und wie man hier sieht, sind eigentlich so gut wie alle wichtigen, bedeutenden Hominidenfundstellen in diesem Riftsystem sind im östlichen Teil des Rifts, also im nordöstlichen Teil des Rifts, wird aber östlich genannt, und in der heutigen Somali-Masai-Baumsavanne. Und wir haben eigentlich nur das in Malawi, die Shiwondo-Beds, die die letzten 4 Millionen Jahre abgelagert wurden, wo wir eine Hominidenfundstelle haben, die in diesem geschlossenen Baumsystem eigentlich gefunden wurde von Friedemann Schrenk und seinem Team, auch hier bei Senckenberg, mein Doktorvater, der da in den 80er, 90er Jahren sehr viel dran gearbeitet hat und sehr erfolgreich 2 verschiedene Hominiden gefunden hat. Deswegen habe ich mich als Geochemikerin dann wirklich auf die Shiwondo-Beds sehr gerne gestürzt, weil da unten wurde relativ wenig gemacht. Es ist trotzdem eine relativ gute Infrastruktur. Man kam gut hin, man konnte normale Flugzeuge nehmen und mit dem Auto dann irgendwo hinfahren und vielleicht ein bisschen zelten, aber es gab eigentlich auch viel Wasser da. Und es ist halt die einzige Stelle in der Baumsavanne, wo wir uns gefragt haben, wie hängt das mit der menschlichen Evolution zusammen? Was gibt es für ein Ökosystem? Gab es für ein Ökosystem damals? Hat sie vielleicht auch sich zu einem trockeneren Gebiet gewandelt und dann wieder zurückgewandelt? Das wollte ich gerne nachvollziehen. Wie macht man das? Da muss ich einen kleinen Umweg machen über C3 und C4 Biomassen. Das sind 2 verschiedene Arten eigentlich von Photosynthese. Es gibt 3 verschiedene Arten insgesamt, C3, C4 und Chem-Photosynthese. Die Chem-Photosynthese wird nur betrieben von Kakteen und Sukkulenten. Die sind so wenig in meinem Gebiet unterwegs, die ignoriere ich immer komplett und rede nur über C3 und C4. C4 Biomasse sind eigentlich größtenteils Savannengräser. Man hat auch Mais, Hirse, Zuckerrohr, also auch was zum Teil hier angebaut wird. Aber die tropischen Savannengräser sind die häufigsten C4-Pflanzen, die natürlich auch gerade in Afrika wichtig sind. Diese Pflanzen binden Kohlenstoff ein bisschen anders als die C3-Pflanzen, die einen anderen Photosyntheseweg betreiben. Und dadurch sind sie toleranter gegenüber hoher Sonnenintensität, hohen Temperaturen und niedrigen CO2-Partialdruck, sprich gerade in diesen heißen, trockenen Gebieten in Äthiopien, Kenia, Tansania dominieren sie, weil sie einen Vorteil haben. Außerdem können sie mit wenig Wasser auskommen. Die C3-Biomasse, das ist eigentlich alles, was wir hier draußen sehen, wenn nicht gerade irgendwas angebaut wird. Also Bäume, Büsche, Sträucher und unsere Gräser hier, die wir schön
mähen ständig, sind C3-Biomassen. Und die benötigen halt ein Klima, wie es hier vorherrscht. Also genug Wasser, es darf nicht zu heiß sein, die Sonne kann nicht so knallen. Und der CO2-Potentialdruck soll auch hoch sein, sprich sie wachsen auch in der Höhe nicht so gut. Wenn man sich heute die Verteilung anguckt, spiegelt das natürlich das Klima wieder. Also das heißt, wir haben ein paar C4-dominierte Ökosysteme, das sind aber gar nicht so viele. Also gerade in den Trockengebieten hier in Midwest US und hier natürlich im nördlichen Teil des östafrikanischen Riftsystems und in Südafrika. Die meisten sind aber entweder gemischte C3, C4-Biome oder C3-dominiert. Und man sieht halt auch, es gibt viel Gemischtes hier auf dieser sehr groben Karte in den Gebieten, in denen ich mich so bewege. Warum erzähle ich das alles? Ich hatte es schon kurz erwähnt, dass diese verschiedenen Photosynthesewege Kohlenstoff unterschiedlich binden. Die Pflanze nimmt Kohlenstoff auf und es gibt verschiedene Kohlenstoffisotope oder insgesamt verschiedene Isotope von verschiedenen Elementen. Und Isotope haben die gleiche Anzahl von Atomen des gleichen Elements, sind Atome des gleichen Elements, Entschuldigung, aber sie haben die gleiche Anzahl von Protonen, aber die Neutronen können variieren, die Anzahl der Neutronen. Sprich, man hat die gleichen chemischen Eigenschaften, das Element verhält sich genauso, das Einzige, was der Unterschied ist, eigentlich, es wird schwerer. Das Neutronen verändert nicht wirklich was. Und stabile Isotope, wie der Name schon sagt, sind stabil, das heißt, sie sind nicht radioaktiv, sie können aber radiogen sein, also aus radioaktivem Zerfall entstehen. Und hier habe ich mal ein Beispiel von den, eine schöne Abbildung gemacht von den Kohlenstoffisotopen, also man hat 12, 13 und 14. 14 ist radioaktiv, das ignoriere ich einfach, der zerfällt, damit wird zum Beispiel viel datiert, das kennen Sie vielleicht. Und 13 und 12 ist das sind die stabilen Isotope und man lernt eigentlich immer, dass das Kohlenstoff die Massenzahl 12 hat. Allerdings gibt es aber auch Kohlenstoff 13, was dann dieses eine Neutron mehr hat. Man sieht aber, man hat 99% eigentlich fast 12C und nur 1% 13C. Und das mache ich mir gleich in meiner Arbeit zunutze. Dadurch wird die Paläovegetation rekonstruiert, weil diese verschiedenen Biomassen unterschiedlich diskriminieren für diese Isotopie. Das Paläoklima, will ich nur auch gleich sagen, darauf komme ich dann später zurück, mache ich mit den Sauerstoffisotopen. Da gibt es drei stabile. Sauerstoff 17 kann man ignorieren, das ist so wenig, das macht eigentlich nichts aus. Das heißt, ich messe Sauerstoff 18 und Sauerstoff 16. Also hier hat man 9,7 oder 8% und hier 0,2 Prozent Häufigkeit in der Natur vorliegen. Wir messen immer Isotopenverhältnisse mit dem Massenspektrometer. Das ist sehr viel präziser als absolute Häufigkeiten. Das heißt, ich messe immer das Verhältnis von 12C zu 13C. Da gibt es die sogenannte Delta-Notation. Also ich rede gleich immer von Delta 13C und Delta 18O. Das muss man sich nicht merken. Es sind einfach jetzt nur Zahlen. Aber ich wollte es einmal kurz zeigen. Man hat halt das schwere Isotop gegen das leichte von der Probe. Das gleiche Verhältnis vom Standard gegen den Standard und dann nehmen wir das mal 1000, damit man Promille am Ende rauskriegt, sonst hat man so viele Nullen nach dem Komma, dass das schwer zu lesen ist. In der Isotopenchemie, in Englisch wie im Deutschen, hat man immer wunderbare Probleme, wenn man redet, was schwerer, leichter ist. Das heißt, man hat halt abgereichert, leichter, niedriger und negativ. Sind alles Äquivalente, ist das Gegenteil von halt angereichert, schwerer, höher und positiv. Ich werde versuchen, von höher und niedriger zu sprechen ab jetzt, aber im Prinzip sind das alles Äquivalente, die wir benutzen können. Diese zwei Savannentypen, C3 und C4, haben halt einen unterschiedlichen Delta-13C-Wert. Das heißt, man hat hier zwischen 30 und 20 eigentlich Promille bei den C3-Bäumen, die wir halt in dem Miyambo-Baumsavannen, also im südlichen Teil des Riftforschens sehen heutzutage. Und in der Somali-Masai-Savanne in dem Norden des Rifts hat man ja größtenteils die C4-Gräser, sprich man hat ungefähr einen Wert von minus 12 plus minus ein bisschen. Das heißt, wenn unsere schöne Liste hier aufnehmen, was diese verschiedenen Biomassen aufnehmen,
ausmachen, können wir auch den Delta-13C-Wert dazusetzen. Und das ist genau das, was ich dann massenspektrometrisch messen werde und so rekonstruieren kann, welche Art von Vegetation in diesem Gebiet gewachsen sind. Natürlich kann ich jetzt nicht zurückgehen und 3-4 Millionen Jahre alte Bäume und Gräser mir raussuchen und dann irgendwie messen. Die sind einfach nicht mehr vorhanden natürlich. Das meiste davon ist verrottet. Also muss ich mir überlegen, was ich mir oder es wurde sich schon vor 30 Jahren überlegt, was man wohl machen kann. Und ich benutze zwei verschiedene Proxys, den Zahnschmelz von Pflanzenfressern und pädogenes Carbonat, sprich Carbonat, das im Boden gewachsen ist, das im Austausch mit der Bodenluft und des Bodenwassers steht. Und da gibt es den Umweg, man hat die C3-Pflanze oder halt C4-Pflanze und es wird entweder vom Boden aufgenommen oder von einem Herbivoren, einem Vegetarier gegessen. Pflanzenfresser, Entschuldigung, von einem Pflanzenfresser gefressen. Ich habe gerade jemanden Englisches da gesehen, dann ist man nochmal wieder. Von einem Pflanzenfresser gefressen und dann wird es natürlich in das System eingebaut. Und das heißt, ich benutze hier einmal die Zähne, die fossilisiert sind, die relativ oft zu finden sind und die vor allen Dingen den verschiedenen Arten zuzuordnen sind. Sprich, man kann sehr gut sehen, das ist ein Pferd, das hier ist ein Schwein oder welche Art es auch immer ist. Natürlich bis auf das Artenlevel runter. Das heißt, hier haben wir einen Proxy, der wächst über Wochen, Monate bis Jahre. Es kommt ein bisschen auf die Art an. So ein Elefantenstoßzahn hat man viele Jahre natürlich Knochen- oder Zahnwachstum drin. Wenn ich jetzt von einer kleinen Ratte einen Zahn finde, sind das wenige Wochen eigentlich. Die findet man aber nicht so oft. Das pädogene Carbonat allerdings im Gegensatz ist stationär natürlich. Es ist immer nur an einer Stelle. Wächst im Boden über Tausende von Jahren. Es wird immer noch gestritten, wie schnell da wirklich Wachstumraten sind, aber meistens hat man irgendwie, sagt man wirklich 1000 Jahre und dann hat man vielleicht mal einen Zentimeter mehr von diesem Carbonat, das im oberen Teil des Bodens ausgewaschen wird und im unteren Teil wieder ausgefällt wird. Das heißt, das sind meine beiden Proxys. Bei dem Zahnschmelz ist vor allen Dingen einfach, du bist, was du isst. Sprich, wenn man mehr Blätter in der Ernährung hat oder mehr Gräser, ändert sich der Delta-13C-Wert, der Kohlenstoffisotopenwert, von sich im Körper und damit auch im Zahn. Und gerade im Zahn, das ändert sich dann auch nicht mehr. Der wächst über eine bestimmte Zeit und dann ist es abgeschlossen und diese Isotopie wird im besten Fall, also der isotopische Fingerabdruck wird eingefroren im besten Falle und fossilisiert und erhalten. Und ich kann wirklich an diesen Fossilien das nachvollziehen. Ich habe vorhin schon einmal kurz über den Sauerstoff geredet. Damit mache ich nämlich die Rekonstruktion des Trinkwassers, also Delta 18O, das Verhältnis 16:18 Sauerstoff. Und da ist es ein bisschen komplizierter eigentlich noch. Und deswegen rede ich nicht so lange drüber wie über den Kohlenstoff, sondern eigentlich, man hat das gleiche Prinzip, es wird Wasser getrunken, der Sauerstoff, der im Wasser vorhanden ist, der isotopische Fingerabdruck, wird dann wieder im Gewebe und damit in den Zähnen gespeichert. Und der ist vor allen Dingen ausschlaggebend, sagt was aus über die Verdunstung. Ich merke es mir immer so, 16O ist das leichte Isotop, das verdunstet gerne und geht gerne weg und 18O hat man gerne weiterhin in diesem Falle im See oder Fluss oder wo auch immer. Natürlich hängt das von sehr vielen anderen Faktoren aus. Wo kommt das Wasser hin? Wie ist dieses Source Water? Was hat das für eine Ausgangsisotopie? Wie viel ist schon abgeregnet? Wie hoch ist es zum Beispiel im Gebirge? Deswegen ist es sehr kompliziert, absolute Werte zu vergleichen. Aber einfach merken, in die eine Richtung ist mehr Verdunstung, in die andere ist weniger Verdunstung. Und hier, das nutze ich auch wieder, das ist immer eine Messung mit der Gasbench, mit dem Massenspektrometer, das steht oben am Riedberg an der Uni, im Joint Labor, das wir da oben haben. Und das heißt, ich bohre einmal den Zahnschmelz oder halt ein pädogenes Carbonat, werfe es in die Maschine und es kommen beide Daten auf einmal raus. Das klingt sehr viel einfacher, als es ist. Aber was halt gerade bei den Zähnen interessant ist, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, dass man halt wirklich ein paar Monate oder halt Jahre hat. Das heißt, in diesem Falle wollte ich einfach nur einmal ein Beispiel zeigen. Das ist aus der Literatur, das habe ich gar nicht gemacht. Aber man hat so einen Zahn und ich habe den einfach mal aufgeschnitten. Da freuen sich immer alle Museums- oder Kuratoren, wenn ich ins Museum komme und sage, ich hätte gerne einen Zahn und ich bringe meine Säge mit.
Manchmal darf ich aber und dann sieht man hier so schön den Zahnschmelz. Das sind hier die dunklen Bereiche und der Rest ist Dentin oder Zement. Ich möchte aber unbedingt an diesen Zahnschmelz gehen, weil das ist die härteste Substanz, die in einem Körper eines Säugetiers ist. Also auch bei uns, der Zahnschmelz ist härter als Knochen, als irgendwas, ist sehr viel dichter, sprich er fossilisiert relativ gut und es gibt wenig Austausch mit der Umgebung, also mit dem Substrat, mit dem Sediment, in dem es fossilisiert. Das heißt, wenn man nun so einen Zahn hat, hat man eine Zeitscheibe, die in diesem Falle hier mal in Wochen abgebildet, also ein bisschen über ein Jahr ist. Und das heißt, man sieht halt wirklich, wenn man einen niedrigen Delta-18-O-Wert hat, dann gibt es wenig Verdunstung, wenig Evaporation, das Klima war wahrscheinlich sehr feucht. Wenn man einen hohen Wert im Körper besitzt, dann hatte man wahrscheinlich Wasser getrunken, was sehr viel Verdunstung gesehen hat, sprich in so einer kleinen Pfütze, wie jetzt die ständig austrocknen, wenn man dann wieder weiterziehen muss, um eine andere Nahrung zu finden. Und wenn man das über 2 Jahre zum Beispiel oder ein Jahr hier in dem Fall rekonstruieren kann, kann man halt Schlüsse ziehen, wie zum Beispiel, dass es gab eine Saisonalität, das Klima hat sich geändert oder aber das Tier ist migriert und ist zu einer anderen Wasserstelle gegangen, die eine andere isotopische Zusammensetzung hat. Ich bin sehr viel in Kellern unterwegs dann doch. Das ist der nicht so aufregende Teil meiner Geländearbeit. Die sind oft fensterlos, Kellerkind, ja. Sie sind oft fensterlos und dunkel und sehr, sehr staubig. Aber es gibt wunderbare Boxen voll mit Zähnen, mit Fossilien. Im besten Falle die Listen dazu, dass man weiß, was wo drin ist. Und ich kann da halt sehr schön durchgehen. Und wirklich, es ist sehr viel weniger Arbeit, als durchs Gelände zu laufen und irgendwas zu suchen, wenn ich da schon in die große Sammlung eintauchen darf. Hier sieht man zum Beispiel, das sind alles pädogene Carbonate. Die mussten wir alle selber sammeln. Das ist nicht alles von mir, das ist im Keller hier unten drunter. Aber das ist von der ganzen Arbeitsgruppe von Andreas Mulch, die gesammelten Fundstücke in den letzten, also nicht 6 Jahren oder sowas. Und hier ist zum Beispiel Sterkfontein in Johannesburg. Da war ich vor 4 Wochen und habe mich da durch die Sammlung gewühlt und mir ausgesucht, was ich haben möchte. Einen Haufen gemacht und gesagt, da will ich Löcher reinbohren. Und dann wird die Hälfte wieder wegsortiert und die andere Hälfte dürfte ich benutzen. Das war sehr nett. Jetzt kommen wir zum ein bisschen spannenderen Teil der Feldarbeit. Gerade für die pädogenen Carbonate, die wurden vorher in den Gebieten, in denen ich unterwegs bin, noch nie gesammelt. Sprich, ich weiß oft, dass es Paläoböden gibt, fossilisierte Böden. Weiß im ersten Moment oft nicht, was auf mich zukommt. Freue mich dann immer sehr, wenn man runterkommt und wirklich etwas sieht, was man sucht. Und es geht eigentlich hier in Frankfurt meistens los mit einem ganz normalen Flieger, in den man einsteigt, fliegt irgendwo nach Afrika, meistens Addis oder irgendwo hin und steigt nochmal um und das Flugzeug wird immer, immer kleiner. Am Ende lande ich gerade, wenn ich nach Mosambik jetzt fliege, in so einer kleinen Cessna, kenne den Piloten mittlerweile bei Namen und werde am Gate auch wirklich abgeholt und umarmt mit Haytina. Und da wird man oft dann noch gewogen, damit gesagt wird, wo man hingesetzt wird und wo der Koffer hinkommt und man hat ihn dann im Arm. Ich darf meistens vorne sitzen und es wird gesagt, fass einfach nichts an. Und dann möchte ich euch einmal ein kurzes Video zeigen von der Landeanflug. Das war 2016 in Mosambik, unten im Gorongosa Nationalpark. Da verbringe ich eigentlich immer den August und Teile des Septembers. Werde dieses Jahr nur für 2 Wochen hinfahren, aber immerhin kann ich wieder. Und das war der Anflug und ich bin mir jetzt nicht sicher mit dem Ton. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber vielleicht geht es. Hört man das? Genau. Die Scheibe ist immer sehr dreckig, da gibt es noch viele Insekten. Und es ist einfach nur ein gerodetes Feld, was hier einmal im Jahr irgendwie gemäht wird mit der Hand, auf dem man dann landet und aufsetzt. Und es passiert nie was. Das ist das Tollste. Es wird vorher immer geguckt, ob irgendein Großwild hier sieht man jetzt eine Antilope drüber laufen. Wenn Elefanten auf der Landebahn sind, wird nicht gelandet. Das tut uns mehr weh als denen, wahrscheinlich dann beiden. Und man sitzt vorne und hat diesen Knüppel zwischen den Händen, aber man soll wirklich nichts machen und dann fasse ich auch lieber nichts an. Ich glaube, das ist besser. Das sind einfach so jetzt mal ein paar Blicke. Man hat halt schon einen ganz guten Überblick über diesen Nationalpark in Mosambik. Es gibt sehr viel Brandrodung. Das heißt,
immer mal wieder wird da kontrolliert eigentlich abgebrannt, mehr oder weniger kontrolliert. Da passiert sehr oft was, dass die Hütte dann doch weg ist. Durch so eine Rauchwolke fliegen ist fürchterlich. Es sind wahnsinnige Turbulenzen und alles riecht nach Rauch. Und man sitzt in dieser kleinen Kabine und es ist kein gutes Gefühl. Aber es passiert nie was. Bisher, das wird mir immer wieder gesagt und ich glaube es auch. Genau, dann sind wir in Mosambik angekommen. Das heißt, hier haben wir wieder das ostafrikanische Rift, GNP, Gongosa National Park, falls jemand einen super Safari-Urlaub machen will, das ist der Ort, wo man hingeht. Vielleicht nicht dieses Jahr, die hatten gerade sehr viel Unglück mit den Zyklonen, die angekommen sind, aber bald macht der Park wieder auf, wenn die Straßen dann auch offen sind, vielleicht auch für Tourismus. Bisher kann man nur, wurde die Landebahn repariert und bisher kann man wohl wieder hinfliegen. Ich hoffe, dass bis August wird das vielleicht auch gehen. Man hat den Nationalpark hier und so eine Bufferzone drumherum, also da dürfen Menschen leben, aber sie werden eigentlich gebeten, keinen Ackerbau zu betreiben und sie haben sehr viele Probleme mit Löwen, Elefanten oder sonst was, die ihre Anbauten zum Beispiel zerstören oder sowas. Genau, und das ist in Mosambik im südlichsten Teil des Riffs. Wie gesagt, Rift ist da 2 Millionen Jahre alt, was sehr, sehr jung ist, geologisch gesehen. Man hat ein Reliktberg hier und dann hat man 2 mini kleine Riftschultern, die sind noch nicht mal 200 Meter hoch, also das formt sich wirklich gerade erst aus, und diesen Orema-Graben, den südlichsten Teil des Grabens, der dann langsam jetzt mit den Sedimenten gefüllt wird, in dem wir uns dann größtenteils begeben. Als Geologin oder Geowissenschaftlerin muss ich auch mindestens eine geologische Karte zeigen, glaube ich. Hier sehen wir wieder die Outlines von dem Park. Die Grenzen, Chitengo ist die Stadt, also ein paar Zelte, die zusammengeworfen sind mit der Landebahn, hier ganz im Süden. Man hat den Riftsee, der nennt sich auch wirklich so. Eigentlich sind Riftseen mehrere hundert Meter tief. Der hat 2 Meter an der tiefsten Stelle, hat aber das ganze Jahr über Wasser. Und wird halt, der wird einfach größer in der Regenzeit und zieht sich dann wieder zusammen in der Trockenzeit. Ist immer sehr, sehr matschig drumherum. Wenn man da eine Wasserprobe nehmen will, steht man sehr tief im Wasser oder im Schlamm. Ich konzentriere mich hier vor allen Dingen auf die Miopliozän-Sedimente oder die Quaternary. Als wir das erste Mal hingeflogen sind, haben wir gedacht, wir gucken wirklich in 2 Millionen Jahre alte Sedimente dort. Haben nach Fossilien gesucht, aber natürlich auch die Geologie beschrieben nebenbei, weil diese Karte war nicht so detailliert und war relativ weiß. Es gab lange Bürgerkrieg, es haben wenige Leute da gearbeitet. Es gab nur eine grobe geologische Karte. Und wir haben wirklich gedacht, wir werden um die 2 Millionen Jahre in dem Bereich uns da bewegen. Wir haben dann nach dem ersten Jahr Feldarbeit gesagt, vielleicht sind es eher 5, nach dem zweiten Jahr 7. Jetzt gerade sind wir bei 9 bis 12 Millionen, schätzen wir, und haben jetzt endlich die richtigen Sedimente gefunden, um eine Datierung, eine absolute Datierung durchführen zu können. Und da hoffen wir, dass wir wirklich nicht weiter als 10 gehen, weil irgendwann, gerade wenn man menschliche Evolution rekonstruieren möchte, muss man halt auch zu der Zeit der menschlichen Evolution aktiv sein, quasi, also in der Wissenschaft. Das heißt, wir haben erstmal sehr, sehr viel Survey gemacht. Also wir sind sehr viel gewandert, wir sind sehr viel unterwegs gewesen und haben erstmal geguckt, wo sind denn überhaupt Sedimente, die uns interessieren könnten, die eventuell auch die richtigen Voraussetzungen haben, um Fossilien zu haben. Wo können die sich befinden? Und wir haben festgestellt, das ist hier in diesem orangenen Bereich. Also da sind wir in der Massamba Formation, wie gesagt, noch nicht genau datiert, aber um die, ja, im späten Miozän. Und haben da dann sehr viel Zeit verbracht mit einem Team um die 15 Wissenschaftler. Wir haben aber auch Botaniker dabei, Geologen, auch Primatenforscher, natürlich fossilienspezialisierte Menschen, also Paläontologen und so weiter. Und ich als Geowissenschaftlerin sollte das ein bisschen zusammenführen und erstmal erste Explorationen betreiben und sagen, wo haben wir eine Chance, Fossilien zu finden. Und das hat am Schreibtisch angefangen mit Luftbildaufnahmen. Das heißt, hier sieht man wieder den Urema Lake, also den See, den Riftsee. Hier sieht man die kleine Landebahn. Also es ist gar nicht so groß, das sind 5 Kilometer. Aber was man nicht sieht, sind Straßen. Da gibt es sehr wenige, es gibt ein paar Holperpisten, aber es gibt in diesem ganzen Satellitenbild sieht man kein einziges Stück Teer, was man nicht sehen würde, aber ich meine, da gibt es kein einziges Stück Teer. Und hier der kleine Nöpsi, den konnte ich dann nach 2 Jahren endlich reintun, das war die erste fossile Stelle mit Fossilien, die wir gefunden haben.
Und zwar sind wir einfach wirklich Wochen, Tage lang mit einem Kollegen aus Nürnberg, habe ich das gemacht, sind wir diese Luftaufnahmen durchgegangen, die wir in verschiedenen Qualitäten haben und haben eigentlich nur geguckt, wo könnte es die richtigen Sedimente geben, wo sieht es so aus, als könnte es richtige Sedimente geben, die Fossilien beherbergen. Und hier sieht man jetzt, ich glaube in dem schon, hier unten ein paar weiße Flecken, in denen waren wir zum Beispiel unterwegs. Und hier oben, da war nichts. Zum Teil war das wirklich einfach nur ein ausgetrockneter See. Der sieht halt in dieser Auflösung so aus, als könnten es die richtigen Sedimente sein. Aber hier in diesem kleinen Fleckchen haben wir dann tatsächlich Fossilien gefunden. Es war ein schöner Moment. Leider habe ich keine Fotos oder Videos davon. Und zwar waren wir 5 Tage lang in einer Höhle unterwegs, in der wir dachten, hier, Höhlenfunde sind ja auch sehr berühmt, gerade aus Südafrika. Und in dieser Höhle sah es so aus, da haben wir ein paar Knochen gefunden, wo man aber gar nicht klar war, wie alt die sind. Und wir haben 5 Tage lang wirklich im Untertage in so einem kleinen Schacht mit Fledermäusen, nicht so schlimm, aber mit ganz vielen Spinnen gearbeitet und haben irgendwann angefangen, nachts zu arbeiten, damit man ein bisschen Tageslicht hat, haben nichts gefunden. Und nach 5 Tagen haben wir von einem Zebra ein Stück Haut gefunden. Das heißt, wir wussten, wir sind nicht Millionen Jahre alt in dem Moment. Waren auf dem Rückweg recht frustriert und mein Kollege sagte, lass mal anhalten, hier habe ich einen Punkt. Und wir haben alle gesagt, nein, lass weiterfahren. Er hat gesagt, doch. Wir sind ausgestiegen, sind dahin, haben uns Sachen angeguckt. Auf einmal brüllte wirklich jemand, alles stehen bleiben, nicht bewegen, hier ist ein Knochensplitter. Und das Ding war kleiner als ein Quadratzentimeter, also wirklich ein kleines Ding. Es wurde lange diskutiert, ob das überhaupt fossil ist, bis wir halt wirklich ein Schulterkugelgelenk gefunden haben von einem Großsäuger. Wahrscheinlich ist immer noch nicht ganz sicher, entweder ein sehr, sehr großer Büffel oder ein kleiner Elefant, irgendwas dazwischen. Aber es waren eindeutig Fossilien und das war 2 Tage, bevor wir alle zurückgeflogen sind nach Europa. Aber die erste Stelle, dann hatten wir halt, war es einfacher für Funding, also Gelder für die nächsten Jahre zu beantragen, weil wir wussten jetzt, da gibt es irgendwas und seitdem fahren wir immer wieder hin. Sich dort zu bewegen, ist nicht so einfach. Wir haben auch eine Oxford Summer School, also von der Oxford University, haben wir immer einen Haufen Studenten dabei, was total großartig ist. Sie sind sehr interessiert, man kann viel lehren, aber sie können vor allen Dingen auch viel helfen und tragen. Das ist schön. Das war gar nicht so. Aber man bringt denen auch viel bei. Und dann... sobald es gibt ein paar Straßen, also irgendwelche Huckelpisten, unter denen man unterwegs ist, dann haben wir halt diese Four-Wheel-Drive Land Rovers oder Land Cruiser ist es in dem Fall. Überquerungen sind nicht so einfach, also wenn der Fluss, der ist halt vielleicht auch das nächste Jahr mal woanders, muss man halt immer gucken, da gibt es gleich noch ein kleines Video zu. Wir haben kleine Boote, das dauert aber auch sehr lange, um hin und her zu kommen, man kann nicht viel Gepäck mitnehmen. Das allerbeste ist der Hubschrauber. Der ist am teuersten natürlich. Es ist immer schwierig, wenn ich mir an einem Antrag schreibe und dann brauche ich noch irgendwie 15.000 US-Dollar, um 10 Hubschrauberstunden zu haben. Dann tut es immer ein bisschen weh. Aber es lohnt sich halt wirklich, weil man daraus natürlich, man ist schnell, man kommt überall gut hin, wenn er landen kann. Und man hat vor allen Dingen auch die Übersicht. Also oft fliegen wir so einen weißen Fleck auf der GPS-Karte an, gucken runter und sagen, das war nichts. Und dann können wir einfach weitermachen. Das heißt, oft ist die erste Woche im Gelände wirklich einfach nur viele Touren machen, viel gucken und dann überlegt man sich, wo man abgesetzt wird. Die Flussüberquerung dauert sehr lange, deswegen habe ich mal so ein Slow-Mo gemacht. Nee, Timelapse natürlich. Das heißt, jedes Auto wird einzeln rübergeholt. Es macht keinen Spaß, das zu fahren. Die Brücke, also diese, ja, das Floß, ist, weiß ich nicht, 30 Zentimeter an jeder Seite länger als das Auto. Und man muss manchmal dann auch noch wunderbar hin und her zurück und vorfahren, dass man sich aus dem Schlamm langsam rausruckelt. Und man ist alleine im Auto, weil es soll nicht so schwer sein. Und nebenan sind dann einfach zwei Kollegen, die hin und her ziehen. Wir haben noch kein Auto versenkt. Wir hatten ein Auto, da ist der Motor kaputt gegangen, während wir während es da drauf war. Es war aber zum Glück nicht das erste Auto, das heißt, mit dem ersten, das rübergekommen ist, konnten wir es weiter rüberziehen. Dabei ist natürlich immer ein Ranger hier. Wir haben viele Krokodile und ein paar Hippos und was dann noch rumfleuchen kann. Und ohne die dürfen wir auch vom Gesetz des Parkes einfach überhaupt nicht alleine das Auto verlassen, wenn da niemand mit der Waffe dabei ist. Der Hubschrauber, will ich auch ein kurzes Video zeigen. Da brauchen wir, glaube ich, den Ton nicht.
Das heißt, das ist jetzt die Floodplain, also das ist der Lake Urema, über den wir darüber fliegen. Man hat eigentlich jeden Tag eine Privatsafari. Es passen der Pilot und 4 Leute, ist aufgeteilt wie ein Auto, in diesen Helikopter. Der muss halt relativ leicht sein, damit man auch gut landen kann. Und man hat ja immer den einen Ranger dabei. Das heißt, wir sind eigentlich 3 Wissenschaftler, ein Pilot, der einen absetzt und wieder wegfliegt, und der Ranger, der eine Waffe hat. Mike ist der Pilot. Der ist gut. Was man halt eigentlich macht, ich gehe an die Satellitenfotos und suche mir aus, okay, heute schaffe ich vielleicht 12 Kilometer zu laufen, ist nicht so heiß, sind nur 38 Grad, nicht 42, und überlege mir, wo ich mit meinen Kollegen, wo wir uns hinbringen lassen und wir wieder abgeholt werden. Zuallererst wird dann zu diesem Drop-off-Point geflogen und der Pilot guckt umher, wo er wirklich landen kann. Das heißt, wenn das Gras zu hoch ist, zu viele Büsche oder sonst irgendwie das Gelände einfach zu uneben ist, dann muss er sich natürlich was aussuchen und auf einmal ist man 3 Kilometer weiter weg, was dann auch wehtut abends in den Beinen. Aber man sucht sich gemeinsam eine Stelle aus, nimmt dann natürlich wieder die GPS-Koordinaten oder sagt dem Ranger Bescheid. Besser als jedes GPS ist immer der Ranger, dem vertraue ich mehr. Und dann lässt man sich irgendwo, hinbringen und sagt halt, okay, um 6 Uhr ist Sonnenuntergang, um 5.30 Uhr wird man da abgeholt vom Helikopter. Im Dunkeln kann der nicht fliegen. Wenn man es bis 5.30 Uhr nicht schafft, ist es eine Nacht in der Savanne, die wahrscheinlich keinen Spaß macht, ist uns allen noch nie passiert. Das heißt, man muss halt wirklich immer einen Kompromiss ziehen aus, wie weit kann man wirklich laufen, was will man sehen und was ist, wenn man dann was zwischendurch findet, was so interessant ist, man muss einfach weitergehen. Das heißt, sehr viele Tage verbringe ich so und gucke einem jungen Mann auf dem Rücken, der vor mir läuft und eine Waffe in der Hand hat. Zum einen, man soll immer Single File laufen, also bloß nicht seitlich von ihm. Es gibt noch ein paar Landminen da vom letzten Krieg. Es sind mittlerweile alle ausgelöst, glaube ich, von den wilden Tieren. Aber es gibt sehr viele Fallen von Wilderern dort. Die sieht man tatsächlich, alle 2-3 Wochen sieht man mal eine. Das sind riesengroße Metallzangen, die dann halt zuschnappen. Und damit würden wir alle, glaube ich, unsere Beine verlieren. Das heißt, der hat ein gutes Auge dafür. Die Jungs sind dafür ausgebildet. Die sind in der Region groß geworden. Die wissen alles über Vegetation, über Biodiversität dort. Ist super. Werden auch jetzt gute Fossilienfinder. Das heißt, die stehen oft daneben und gucken zu und sagen dann, ja, aber das ist doch auch eins. Und das macht schon Spaß, das ist schon gut. Es ist anstrengend. Oft hat man keinen Spiegel und dann entstehen lustige Selfies. Die Suse hat mich mal gefragt, wie es geht. Und ich habe gesagt, weiß ich gar nicht, ich habe ein Foto gemacht und hatte dann tatsächlich Internet, um es zu verschicken. Und habe mich ein bisschen erschrocken. Man sieht sich halt manchmal 2-3 Wochen nicht im Spiegel. Man hat sehr wenig Wasser da. Das ist unsere Dusche, Tageslichtbad. Man braucht manchmal sehr viel Wasser, es ist sehr matschig. Und eine Sache ist noch, das Essen muss einem auch gefallen. Man hat manchmal eine Antilope, die erlegt wird. Und wenn man nur zu zweit ist, waren wir, glaube ich, und haben von dieser Antilope 4 Tage gegessen, man hat keinen Kühlschrank, dann ist es irgendwann... Ich war mal Vegetarierin, das musste ich mir abgewöhnen. Und abends sitzt man schon einfach... meistens geht man zur Tagesschauzeit ins Bett, um 8 ist Bettzeit. Man steht morgens um 5 sowieso auf und es gibt einfach nichts zu tun, außer ins Feuer zu gucken. Hier war ein besonderer Abend, wir haben ein Bier, das haben wir uns geteilt. Toilette habe ich nicht hier abgebildet, wir haben aber verschiedene Modelle, das mögen wir ganz gerne. Damit kommt man 2 Wochen lang ganz gut klar oder sowas und irgendwann denkt man, man will wieder nach Haus. Die Aufschlussverhältnisse sind... Das ist ein Bild aus der Türkei von meiner Diplomarbeit. Da habe ich 2008 bis 2012 oder sowas gearbeitet. Meine Kartierung schon, alles aus Hannover aus organisiert. Und da war ich es gewohnt, ich konnte mich hier auf einen Stuhl setzen, in einem Café, einen Kaffee trinken und habe hier die Lagen gesehen und konnte schön aufzeichnen, wo was ist und wo ich dann wohl am nächsten Tag mit dem Auto hinfahre und hochwandere. Da war natürlich viel Relief, was sehr anstrengend ist. Die Miombo-Baumsavanne sieht ein bisschen anders aus. Hier über Fossilien oder auch über den Paläoböden zu stolpern, ist gar nicht so einfach. In Malawi ist es zum Glück relativ dicht bewaldet. Das heißt, es gibt sehr viel Rodung. Die Bäume werden gefällt für Feuerholz, für Baumaterialien und so weiter. Und dadurch sieht man ein bisschen mehr, was von den Sedimenten und von der
ja, von den Aufschlüssen quasi. Dann, was wir uns hier zunutze gemacht haben, sorry. Hier sieht man mal so einen Prallhang, der sehr schön ausgewaschen ist. Und da sehen wir jetzt auch wieder die pädogenen Carbonate. Das sind hier so weiße Flecken, zum Teil auch hier, müsste man genauer hingucken, die halt schön an zum Beispiel an Wurzeln entlang gewachsen sind und sich da das pädogene, also das Carbonat ausfällt, wie gesagt, im oberen Teil des Bodens ausgewaschen, im unteren Teil wieder ausgefällt. Und das findet man in unseren Klimaten hier nicht. Es gibt zu viel Regenfall, es wird einfach alles ausgewaschen, aber in diesen semiariden Gebieten gibt es das relativ häufig. Wenn wir wirklich keine Aufschlüsse finden können, wir aber interessiert daran sind, wie es da genau aussieht, dann haben wir eine tolle lokale Helfer-Crew, die ein paar Tage lang für uns gräbt und so schöne Stufenprofile macht. Man sieht einfach, zum einen ist es der Grund, man sieht einfach wirklich nichts, wenn das alles ausgewaschen ist und den Berg runtersuppt. Aber zum anderen will ich auch diese Carbonate aus dem Boden nehmen, die einen gewissen Abstand von dem heutigen Regenwasser und so weiter haben. Das heißt, in solchen Aufschlüssen macht man dann ein ganz sauberes, im Geländebuch ein Profil-Log quasi, das man dann auch veröffentlichen kann, wo man halt einfach sagt, man hat, was für Sedimente man hat, was für Proben man genommen hat, was für eine Korngröße man hat und ja, wie sich das abgelagert hat quasi. Man ist sehr selten alleine im Gelände, man hat sehr viel Hilfe und auch sehr viele Zuschauer. Gerade die Kinder sind sehr interessiert. Wir haben dann irgendwann immer gemerkt, wann dann doch wieder Schulzeiten sind, weil der Lehrer wirklich böse wurde, weil wenn Heinrich und ich im Gelände unterwegs waren, hatten wohl sehr viele Schulschwänze da. Man hat auch ein bisschen, das ist ein Nationalpark, das ist kein Foto, also das habe ich gemacht, aber nicht im Gelände selber, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, es gibt sehr viele Löwen. Wenn ich die wirklich wild im Gelände sehe, mache ich kein Foto. Man wird immer beobachtet und leider auch, wenn man mal sich ausruhen möchte, weil man früh Feierabend hat, ist die Hängematte manchmal auch belegt. Und hier sitzt auch einer im Baum und guckt runter, also es ist eigentlich sehr schön. Genau. Hier als Beispiel mal eine Stelle, eine Fossilienfundstelle in Malawi. Das wurde alles 1996 ausgehoben, meine ich. Da gab es ein Bonebed, das heißt, da gab es relativ viele Fossilien, die an einem Ort zusammengespült sind, oder Knochen, die an einem Ort zusammengespült waren, dort fossilisiert sind. Und das heißt, hat es sich wirklich gelohnt, wirklich mal ein ganzes Gebiet zu begraben quasi. Und da wurde unter anderem der Nutcracker-Man, der Pantheros boisei, gefunden. Das ist ein Oberkieferfragment, sieht nicht so schön aus, aber das alles sind Zahnschmelzstücke, die noch auf dem Zahn sitzen. Das heißt, das ist etwas, was ich gut beproben kann. Hier haben wir uns dann auch so einen Aufschluss gegraben und man sieht die ganzen weißen Punkte hier drin, sind die pädogenen Carbonate, die genau in der gleichen Schicht sind, wie das Fossil gefunden wurde. Sprich, man hat einen Boden, der entstanden ist zu der Zeit, auf dem auch dieser Hominid darauf herumgelaufen ist. Carbonate können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Hier hat man zum Beispiel einen Insektenbau, man sieht hier die Zugänge, einen Ameisenbau, der fossilisiert ist, also das ist jetzt auch Carbonat und der ist sehr alt. Man hat das mal halt so ein bisschen wirrer verteilt. Oder auch hier sieht man wirklich, wie Trockenrisse oder halt Wurzeln durch dieses Carbonat fossilisiert wurden. Und das sind alles Sachen, die ich beprobe. In Malawi selber habe ich noch nicht mal eine Genehmigung, um die Fossilien mit rauszunehmen, in Tansania auch nicht. Das heißt, da beprobe ich wirklich nur diese pädogenen Carbonaten. In Mosambik dürfen wir sie auch nicht mit rausnehmen, aber da gibt es hier auch keine. Das heißt, ich kann nicht einfach in eine Sammlung gehen zum Bohren, sondern wir suchen sie, wie vorhin schon erzählt, in Höhlen. Es wird dann viel gesiebt. Wenn was gefunden wird, sind wir gleich alle da und sehr aufgeregt und stehen uns ein bisschen auf den Füßen herum, aber es gibt zum Teil jetzt, das ist ein Fossil aus Mosambik, was wir letztes Jahr gefunden haben, also einen ganzen Unterkiefer mit allen Zähnen intakt. Wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis ich da wirklich ein Loch reinbohren darf, aber wenigstens haben wir Fossilien gefunden und die jetzt auch diagnostisch sind, wo wir wirklich sagen können, was für eine Art das ist. Wir sammeln auch moderne Knochen, also das hier ist ein Pavian, der wahrscheinlich im Jahr davor durch einen Löwen
zur Strecke gebracht wurde. Das sammeln wir auch und auch sehr frische Kills zum Teil. Davon habe ich jetzt kein Foto gemacht, die sind nie so angenehm. Und das wird alles in Mosambik gelagert. Wir nehmen es gar nicht mit raus. Das heißt, ich bohre auch meistens in Mosambik selber, weil Zahnschmelzpulver darf man mit rausnehmen aus dem Land. Brauche ich auch eine Genehmigung und das dauert immer ein paar Monate. Aber das kommt dann sehr sicher hier an. Das heißt, ich habe einfach so Mikrodremel mit einem echten Zahnarztbohrer drauf, die ich dann oft unter dem Mikroskop bohre. Wenn man keine Steckdose hat, muss man sich ein bisschen aushelfen. Das sind von den Höhlenforschern hier die Lampen. Das ging auch ganz gut. Und da bohre ich vor allen Dingen Schweine, Pferde, die Boviden, also rinderartige Antilopen, Elefanten und Hippos sind so das, wo ich mich bisher immer drauf gestürzt habe, zur Rekonstruktion. Das sind einfach mal ein paar Beispiele. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber so sehen dann die Fossilien hier aus Malawi aus, die drüben in der Sammlung liegen als Leihgabe aus Malawi. Und hier hat man dann einmal, das ist ein Dickschliff, also der Zahn wurde angeschliffen, wirklich angeschliffen. Und hier wollte ich nur einmal zeigen, man sieht sehr schön das Dentin und das Zahnschmelz, das hier drin läuft. Und da kann ich dann natürlich sehr gut sehen, wo ich beproben möchte und wo ich meine Probe herbekomme. Das hier sind Schweinezähne. Schweine sind da schon meine Lieblingstiere in der Geochemie eigentlich, weil sie nicht selektiv fressen. Schon Schweine, nimmt man auch an, damals haben wirklich das, was einfach war, das, was viel vorhanden war, wurde gefressen. Wenn viele C4-Gräser, die offenen Grassavannen-Gräser, vorhanden waren, wurde das gefressen. Wenn es aber viele C3-Bäume, Büsche und sowas gab, wurde das gefressen. Das heißt, wenn ich die Delta-13C-Werte von diesen Zooiden angucke, dann kann ich wirklich eher sehen, was war dominant in dem System. Wenn ich das von einer Giraffe mache, ist egal, wie wenig Bäume da sind, es wird immer Bäume gefressen haben oder halt nicht mehr da sein. Gut, das war so ein bisschen der Geländeteil. Ich nehme dann säckeweise Carbonate mit nach Hause und analysiere sie geochemisch und komme zu Ergebnissen. Die Paläovegetation wird, wie gesagt, die C3-C4-Unterschiede, wird einmal am Bodenkarbonat und hier habe ich nur die Zooiden, die Schweine-Zahnschmelze aufgetragen. Hier sind keine meiner eigenen Ergebnisse drin. Das ist alles aus dem östlichen Rift, also im Norden Kenia, Tansania und Äthiopien, gegen Zeit aufgeplottet. Wenn man hier Delta-13C anguckt, hat man hier den C3, das C3-Signal, sprich Wälder und Baumsavannen. Und hier drüben hat man C4-Signal, sprich eine offene Graslandsavanne. Und man sieht ganz deutlich, dass in diesem östlichen Rift, da ist ein Trend, es ist ein weiter Spread, es ist ein diverses System, aber es ist ein Trend zu positiveren Delta-13C-Werten, sprich das System hier war noch sehr bewaldet, und hat dann ein um die 2 Millionen Jahre ungefähr angefangen, einen Trend gemacht zu positiveren Werten, sprich das System wurde offener, es gab weniger Bäume, es gab mehr C4-Gräser. Was dann hier die Delta-13C-Werte von dem Zooiden auch widerspiegeln, die haben hier noch relativ viel Baumaterial, C3 gegessen, hier oben, die sind fast auch bei einer reinen C4-Vegetation angelangt. Und das waren halt die ganzen Ergebnisse, die aus dem hier von 2 bis 7 sind, also aus dem ganzen heutigen offenen Grassystem. Aber die Malawi-Sachen, die ich mitgenommen habe, die pelogenen Carbonate und die Zooiden, die ich beprobt habe, die zeigen dann ein ganz anderes Bild. Sprich, man hat hier in Schwarz unsere eigenen Proben und die sind alle um die minus 10 ungefähr. Das heißt, man hat hier wirklich eine Baumsavanne, die in den letzten 4,5 Millionen Jahren ungefähr dominierend waren. Ich habe hier eine Lücke, mittlerweile wüsste ich genau, wo ich es finden würde. Wenn ich nochmal hinkomme, dann könnte man die vielleicht schließen, aber wir erwarten da auch einfach wirklich keine, also damals hatten wir die Sedimente nicht gefunden, wir erwarten da auch einfach wirklich keinen großen Exkurs in irgendeine Richtung. Sprich, diese Baumsavanne war relativ konstant. Die Zooiden zeigen das Gleiche.
Das heißt, man hat hier die verschiedenen Arten der Schweine und die haben sich eigentlich auch immer von C3 oder C3 dominierend auf jeden Fall ernährt. Sprich, man hat einen hohen Anteil von C3-Vegetation im Malawi-Rift in den letzten 4,5 Millionen Jahren eigentlich. Die Sauerstoffisotope zeigen ein ähnliches Signal. Auf dieser Seite der Achse, also hier hat man wieder die Pädogenen und die Zooiden, und auf dieser Seite der Achse hat man wenig Evaporation, das heißt, es war relativ feucht und hier drüben war es heiß und trocken, oder war es trocken vor allen Dingen. Und man sieht einen leichten Trend wieder in den ganzen ostafrikanischen Gebieten und in Malawi geht es relativ gerade hoch. Das heißt, auch in dem Wasserhaushalt hat sich in diesem System wahrscheinlich nicht so viel verändert. Die gleichen Daten, anderer Plot, nur einfach einmal, um zu sehen, wie es wirklich auseinanderging. Jetzt in Orange sind die ganzen Somali-Masai-Savannen-Daten. Und in Schwarz-Grün hier ist, was wir in Malawi gemacht haben. Und man sieht wirklich, gerade um die 2 Millionen Jahre fängt das an, dass das System wirklich auseinandergeht. Und aber nicht, dass sich der Süden verändert hat, sondern der Süden ist gleich geblieben. Malawi ist gleich oder ist ähnlich geblieben, konstant geblieben. Und in Ostafrika hat sich zum Beispiel die Serengeti entwickelt, die nach und nach immer trockener und offener wurde dadurch. Das heißt, damit hätte ich jetzt, das war mein erstes Jahr, glaube ich, in meiner Diss, oder die ersten 2 Jahre. Und ich habe mich so gefreut, also erst war ich relativ traurig, dass ich dachte, oh, ich sehe gar keinen Trend. Habe dann aber gedacht, ja cool, das ist ja wirklich was anderes. Ich sehe andere Sachen, als bisher veröffentlicht wurde. Und habe eigentlich so eine homogene Baumsavanne rekonstruiert. Und dann Ärger bekommen von meinen Kollegen, die da seit Jahren forschen und die sich nämlich die Funde an sich nur angucken. Also jetzt nicht geochemisch, sondern die einfach nur die Arten, also die Zähne angucken und sagen, das gehört zu dem und dem Boviden und das ist ein Schwein und so weiter. Und man hat weit über 1000 Fossilien seit den Ende der 80er Jahren, glaube ich, in Malawi gefunden, in den Shewana Belts. Und die meisten ähnliche Verteilung, wie man heute hat. Man hat vor allen Dingen Antilopen und Boviden. Ein paar Equiden, was natürlich da vor allen Dingen die Pferde sind, die Zebras sind, also pferdeähnliche. Und die Schweine, Hippos, und Giraffen und so weiter. Und wenn man sich das genauer angeguckt hat, gerade die Boviden, hat man gesehen, dass die meisten dieser Fossilien oder über die Hälfte dieser Fossilien ungefähr auf ein trockenes und offenes System spezialisiert waren. Das heißt, man hat sehr viele zum Beispiel von diesen Gnus gefunden, die sich total unwohl fühlen, heutzutage auf jeden Fall, in geschlossenen Systemen, in einem Wald quasi. Die mögen es gerne offen, die migrieren viel, wandern weit. Und fressen heutzutage auf jeden Fall eigentlich nur C4-Gräser. Und natürlich hat man auch ein paar feuchte, geschlossene gefunden, also Arten gefunden, die auf feuchte und geschlossene Baumsavannen spezialisiert waren, aber nicht so viele. Das heißt, es widersprach sich so ein bisschen. Haben wir länger drüber nachgedacht und haben einfach nochmal andere Zähne genommen, gerade von diesen spezialisierten Nischenfressern sozusagen. Also hier der Asselafini zum Beispiel, der wohnt heutzutage in offenen Savannen, lebt er, und der frisst C4-Pflanzen. Und siehe da, das Fossil geochemisch hat auch C4 signalisiert. Etwas, was ich vorher nie gesehen habe in den Schweinen oder in den pädogenen Carbonaten. Man hat aber auch die C3-Fresser, ein Antilopini, die leben gerne im Busch und fressen da auch an den Sträuchern herum, die dann halt eine C3-Signatur haben. Die Zooiden hatte ich schon gezeigt und die Zebras haben einfach, oder die frühen Pferde haben einfach einen wahnsinnig großen Spread. Das heißt, die konnten wahrscheinlich relativ viel verschiedene Pflanzen quasi fressen. Sauerstoff habe ich auch gemacht, also hier wieder trocken und feucht. Und man sieht auch tatsächlich, dass da auch ein relativ großer Bereich abgedeckt wird. Das heißt, daran konnte ich eigentlich sehen, dass die pädogenen Carbonate gerade, die alle in Seenähe gefunden wurden, die alle da in Seenähe fossilisiert wurden, gebildet wurden, dass die wahrscheinlich eher so einen Galeriewald wieder gespiegelt haben. Das ist aber dann weiter weg von Wasserquellen dann auch offene Grasflächen gegeben haben muss, wo gerade diese Tiere entweder jeden Tag über weite Distanzen, auch über die Saisonalität, also über die Saison hinweg, migrieren konnten und dann ihre Nische gefunden haben. Das heißt, das Ökosystem war gar nicht so, so heterogen, wie es erst aussah.
Ich habe noch meteorische Wasserproben genommen. Also das heißt auch immer, wenn ich in Urlaub fahre, eigentlich nehme ich kleine Fläschchen mit und nehme von überall her irgendwie Wasserproben. Alle meine Freunde mittlerweile auch. Es ist sehr schön. Und da sieht man hier den Lake Malawi zum Beispiel. Hier unten ist der Flughafen, da oben arbeiten wir. Das heißt, wir haben einmal den Weg genommen und zurück den Weg und halten einfach immer an, wenn wir irgendwie Wasser sehen. Sei es ein Brunnen, dann haben wir Grundwasser, einen See, einen Fluss, einen Staudamm. Und wenn es regnet, freuen wir uns ganz doll und stellen halten einen Trichter raus oder haben dann auch mal einen für eine Saison aufgebaut, wo wir alle 2 Wochen jemanden hatten, der es geleert hat und wo wir das Regenwasser halt wirklich beproben konnten. Und hier haben wir das Regenwasser über eine Saison. Natürlich gibt es nichts vom Juni bis Oktober. Und hier drüben, also die Regenzeit ist November bis April da unten. Und man hat hier die Niederschlagsmengen in diesen Balken und die Isotopie darauf verteilt. Das sind die Squares hier. Und man sieht halt schon, dass es das macht hier die schwarze Linie, dass es halt in den Isotopenzusammensetzungen des Niederschlags halt eine Saisonalität gibt. Das heißt, wenn man Regenwasser hier trinken würde oder hier trinken würde, könnte man halt ein ganz anderes Sauerstoffverhältnis in seinem Körper aufnehmen quasi. Das heißt, wir haben hier einmal die Saisonalität, die die Delta-18-O-Werte beeinflusst. Wir haben hier einmal die Höhe in Meter, das heißt, je höher es geht, eigentlich desto niedriger werden die Werte. Und wir haben die Evaporation. Ich habe nämlich hier den Lake Malawi-Punkt, den ich hier beim Schwimmen/Duschen genommen habe, gar nicht aufgezeichnet. Der wäre ungefähr hier. Ich glaube, der hat +2. Lake Malawi verliert aber 90% seines Wassers über Evaporation. Das heißt, es gibt eigentlich nur Zuflüsse saisonal schon ein paar, aber eigentlich nur einen, der das ganze Jahr über aktiv ist. Und es gibt nur einen Abfluss ganz im Süden und der ist gar nicht so groß. Das heißt, dieser See, der 900 Meter lang ist, 700 Meter tief ist und 50 Kilometer breit, Kilometer jeweils natürlich, 900 Kilometer lang, 700 tief und 50 breit, der verliert halt wirklich sehr viel, fast alles an dem Wasser, an Evaporation. Und das treibt diese Delta-18-O-Werte halt wirklich bis sonst wo. Und das würde natürlich dann was ausmachen, wenn die Tiere da trinken oder im Fluss nebenan. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen, man kann die Variabilität im Zahn nachvollziehen, wenn man halt vorsichtig bohrt und verschiedene Zeitachsen dann hat. Und dadurch kann man dann ganz gut nachvollziehen, dass es eine über das Jahr, das ist Distanz von der Krone, das heißt, grob kann man sagen, das ist vielleicht ein ganzes Jahr. Und dann hat man verschiedene Patterns. Und damit kann man halt wirklich dann genauer rekonstruieren, wie das Klima damals aussah vor 2,5 Millionen oder wie alt auch immer dieses Tier, wann auch immer dieses Tier gestorben ist. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, möchte aber den Bezug zur menschlichen Evolution natürlich noch hinstellen. Bisher habe ich ja nur an diesen Karbonaten gearbeitet und an pflanzenfressenden Fossilien, die oder Tieren, die fossilisiert wurden und vorher Pflanzen gefressen haben. In Malawi wurden halt diese beiden Hominiden gefunden, 2 verschiedene Arten. Das ist auch wirklich alles, was es gibt. Es gibt noch einen kleinen Einzelzahn, aber sonst gibt es eigentlich nur die beiden. Das heißt, man hat diesen Oberkieferfragment von dem Paranthropus und von dem Rudolfensis hat man den Unterkiefer. Ich habe damals den Friedemann Schrenk als meinen Doktorvater 2011, glaube ich, als ich angefangen habe, schon gesagt, am Ende will ich die bebohren. Und es wurde mir immer gesagt, nee, das sind Museumsstücke, die soll nicht, ich komme halt mit dem Zahnarztbohrer und mache sie wirklich kaputt. Ich brauche ungefähr 3 Milligramm, das ist gar nicht so wenig Material. Nach der dritten Publikation und nachdem das alles spannend aussah, wurde mir endlich, und Andreas Murch hat, glaube ich, viel überredet, durfte ich endlich daran. Es war ein großes Auflauf. Wir hatten die Presse, glaube ich, mit dabei, was alles nicht gut ist, wenn man da sitzt und versucht, mit ruhigen Händen zu bohren. Ich habe aber von beiden dann jeweils 3 Proben bekommen tatsächlich und durfte die auch geochemisch untersuchen. War eine lange Nacht. Ich habe sie im Labor verbracht, weil wenn ich sehe, dass die erste Probe nichts wird, kann ich immer noch Stopp drücken. Oder wenn ich sehe, dass die 6. Probe nichts wird, kann ich auch immer noch Stopp drücken und die letzte dann aufsparen. Habe aber dann Ergebnisse bekommen. Das heißt,
Hier haben wir die Homo, also das ist der Rudolfensis, den ich hier gerade hatte, und dieser eine kleine Einzelzahn, von dem ich erzählt habe, habe ich jetzt gar kein Bild reingemacht, aus dem Malawi-Rift. Und hier haben wir das östliche Rift, die ganzen Hominiden, das wurde halt alles in den letzten 5 bis 10 Jahren veröffentlicht, glaube ich. Hier das Alter, wann haben diese frühen Menschen gelebt, und hier die Delta-13C-Werte. Und wir sehen hier Prozent von der C4-Aufnahme, also wie viel C4-Material wurde gegessen vielleicht bei Menschen. Und wir sehen, dass das östliche Rift, die Species Homo hat da wirklich alles fast fressen können. Also man hat hier einmal einen, der hat fast nur C4 zu sich genommen, und hier gibt es ein anderes, das sind alles, jeder Punkt ist ein einzelnes Individuum, gibt es halt einen, der hat eigentlich nur C3, Früchte oder sonst was zu sich genommen. Die Malawi liegen deswegen natürlich in diesem Spread, wenn der alles abdeckt. Hier ist halt, das ist ein Individuum und das ist ein Individuum, und wir sehen halt, es ist älter als alle Proben, die vorher gemessen wurden, und sie sind natürlich eher auf der C3-Seite, das heißt sehr wenig C4 zu sich genommen, was bei dem Ökosystem auch, das ich rekonstruiert habe, vorher auch Sinn macht, aber man hat, man liegt da noch drin. Was sehr viel spannender ist, viele Leute finden es nicht, weil es Paranthropus ist und nicht Homo, aber der Paranthropus Robustus, der in Südafrika vorherrschend war oder gelebt hat, der hat eine komplett andere Ernährung gehabt als der Panthus boisei, der im östlichen Riff, wo ich ja auch mein Fossil her habe, hat. Das heißt, hier, die überlappen sich gar nicht. Das heißt, in Südafrika wurde größtenteils C3-Vegetation gefressen, in Ostafrika C4. Machte auch Sinn, es gab hier mehr C3 und hier fast nur C4. Aber da war dann natürlich die Frage, was ist jetzt mit einem Boisei, also mit dieser Art, die in dieser Vegetation lebt? Was konnte dieser frühe Hominid eigentlich damit anfangen? Und man sieht tatsächlich, der liegt wunderbar fast mittig bei dem Robustus mit drin. Sprich, der Paranthropus boisei, konnten wir dann damit rekonstruieren, hat halt wirklich auch schon genau wie der Homo, ernährungstechnisch war es ein Opportunist und konnte halt in diversen Habitaten leben und sich dort anpassen und seine Ernährung dann auch anpassen. Das heißt, dann komme ich zu meinen ersten Ergebnissen, die halt, oder auch letzte Ergebnisse für heute, die ich jetzt nochmal hier zu kurz zusammengefasst habe, also eigentlich, dass das südafrikanische Rift, der Süden des ostafrikanischen Riftes, also genau hier in Malawi, was heute ja die Sambesi in Savanna ist, also die Miombo-Wald ist, hatte sehr viel mehr C3-Vegetation in den letzten 4 Millionen Jahren. Es war feuchter, sprich es ist weniger evaporiert. Es war heterogen, das heißt, man hatte auch verschiedene Pflanzen dann, also es gab dominierende Vegetation, aber es gab untergeordnet auch noch andere, wenn man wirklich eine Nische gesucht hat, konnte man sie da auch finden. Und das hat halt eine hohe Anpassungsfähigkeit von diesen Hominiden hat das hervorgerufen. Aber wenn ich jetzt, es ging bisher immer um vegetarische Diät. Das heißt, das hier wäre so ein Bild, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Die meisten Bilder, die man aber von frühen Hominiden sieht, sehen eher so aus. Weil man auch gerade sagt, der Fleischkonsum hat wahrscheinlich etwas mit der Zunahme des Gehirnvolumens zu tun. Das heißt, hier hat man wieder Millionen Jahre, vor 10 Millionen Jahre, ich bewege mich halt hier ja in diesem Bereich, und hier hat man unseren Schädel heutzutage, und hier unten war es halt gerade eher ein kleiner Kopf und dadurch auch ein kleines Gehirnvolumen, was natürlich mit Intelligenz, mit Anpassungsfähigkeit und so weiter zusammenhängt. Soweit bisher hat man nur indirekte Beweise für diesen Fleischkonsum. Faustkeile sind natürlich viel gefunden wurden, die wahrscheinlich genau darauf hindeuten. Man weiß aber natürlich nicht, wer sie genutzt hat. Natürlich, wenn ein Fossil daneben liegt, ein Unterkiefer oder eine Hand, die das noch festhält, kann man sich das gut vorstellen. So einfach ist es aber einfach oft nicht. Man hat morphologisch natürlich ein paar Hinweise darauf, dass sich die Diät des frühen Menschen angepasst hat. Also wenn man Schimpansen, der vegetarisch ist, mit größtenteils vegetarisch, mit einem modernen Menschen vergleicht, hat man halt ein ganz anderes Gebiss. Und man hat dann auch Cutmarks, also Schnittspuren in Knochen gefunden, die halt wahrscheinlich nicht von Eckzähnen
resultieren, sondern wo auch wirklich geschnitten wurde mit wahrscheinlich eben solchen Faustkeilen oder anderen Gegenständen. Es gab aber nie einen direkten Beweis. Und das, also ich bin fast fertig, aber das sind dann noch so mein Projekt, was ich gerade mache. Und zwar komme ich jetzt von den Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopen, das ergänze ich hoffentlich bald mit Stickstoffisotopie. Und zwar kann man, der Delta-13C habe ich bisher nur über C3- und C4-Vegetation gesprochen. Allerdings ändert sich das auch ein bisschen in dem Trophinniveau, also in jeder Stufe der Nahrungskette eigentlich, wird 1 Promille Delta-13C dazu genommen. Wenn wir natürlich 14 Promille Unterschied zwischen C3 und C4 haben, macht das keinen großen Unterschied. Sprich, bisher habe ich mir nur vegane Tiere eigentlich angeguckt. Viel spannender ist Delta-15N, also das Stickstoffisotop, das ist 14N zu 15N. Und da hat man einen Sprung, der wirklich von dem Fleischkonsum abhängig ist oder von der Ernährung abhängig ist, wie viele, was man für Proteine zu sich nimmt. Und da hat man 3 Promille Sprung in jedem Level der Nahrungskette. Das heißt, man hat hier unten die primären Produzenten, heißt es so schön, sprich das Gras oder was auch immer gefressen wird, die Vegetation. Man hat die primären Konsumenten, die vegan sind. Eine Kuh wird immer nur vegetarisch essen, und die Raubtiere, die zu allergrößten Teils halt eigentlich nur Fleisch zu sich nehmen. Und dann hat man natürlich in diesem Bereich hier eine gemischte oder vegetarische Ernährung. Das heißt, es liegt dann, wenn man hier 0 hat, hier hätte man 3 Promille Stickstoffisotopie, und hier hätte man dann 6, hat man hier vielleicht irgendwas um die 4 raus. Was dann noch sehr spannend ist, man muss unbedingt erwachsene Tiere nehmen. Muttermilch ist genauso, als würde man Fleisch essen, isotopisch gesehen. Das heißt, man hat halt einfach ein Delta-15N-Signal, hatte ich letztens von einer Antilope, die komplett als Raubtier rauskam, aber es war halt einfach ein Säugling. Ob man jetzt Fleisch frisst oder ob man Muttermilch zu sich nimmt, ist geochemisch gesehen in dem Sinne das Gleiche. Das wurde an Menschen gemacht bisher schon, und es kamen eigentlich ganz gute Sachen raus. Also hier haben wir wieder das Delta-15N, gegen Delta-13C. Und man hat hier zum Beispiel die europäische Ernährungsweise sehr viele, das war natürlich noch vor Industrialisierung und dem Austausch also es wurde nicht alles importiert, was man essen kann. Das heißt, hier haben wir eine C3-Diät, wobei in Mexiko und im südlichen Amerika, südliches Nordamerika, in den Südstaaten, halt ein sehr viel C4-Diät vorherrschend war, weil da hat man sehr viel Mais angebaut, Mais, Zuckerrohr und so weiter ist C4. Und dann die Briten haben schon hier ein bisschen Fisch mit eingebaut, und hier oben hat man zum Beispiel Inuit, die sehr viel Fisch eingebaut haben, und Fisch hat in der marinen Nahrungskette hat man noch ein paar Stufen mehr. Das boostet das Ganze noch ganz hoch. Bisher hat man es nicht an frühen Hominiden gemacht, weil man braucht Delta-15N-Werte, kriegt man von dem Kollagen, also von dem Protein, das eiweißbildend ist. Das ist organisch, das fossilisiert einfach nicht. Es gibt eine Probe, die ist um die 500.000 Jahre alt, das heißt hier oben ganz. Das ist aber ein Großsäuger, man braucht wahnsinnig viel organische Masse, um das zu messen bisher. Und es gibt einen Neandertaler, der gemessen wurde, das ist 100.000 Jahre alt. Das ist der älteste Primat oder der älteste Hominid, der bisher analysiert wurde. Ich bewege mich aber, wie gesagt, hier unten drin. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, in Kooperation hier Senckenberg mit dem MPI in Mainz, dass wir eine Methode entwickeln, wo wir den Stickstoff nicht aus der Organik rausziehen, sondern aus dem Zahnschmelzmineral, der tief in der Zellstruktur eingebunden ist, an dem man bisher nie dran kam. Man wusste, dass er da ist. Man vermutet auch, dass er geochemisch nicht verändert wird im Laufe der Fossilisation. Man kam aber einfach nicht ran, und es war viel, viel zu wenig. Die Kollegen in Mainz haben jetzt ein tolles System entwickelt, was extrem kompliziert ist, was ich noch nicht ganz verstehe, wo man aber im Endeffekt Bakterien hat, die man selber gezüchtet hat, in ganz reinen Bedingungen, die man fast verhungern lässt. Und dann packt man in diese Bakterienmasse, die direkt am Massenspektrometer angeschlossen ist, wirft man seine Probe rein, und die nehmen das in sich auf und pupsen quasi N2O aus, und das wird direkt ins Massenspektrometer geschickt, und das kann man dann messen.
Wir sind... genau. Dazu, wir sind jetzt gerade soweit, ich habe aus Malawi und aus Südafrika die ersten, wie gesagt, ich hatte eine Antilope, die fleischfressend war, das hat nicht so gut funktioniert. Danach hatte ich aber ein bisschen vorsichtiger, was ich wirklich beprobt habe und ich konnte die ganz gut durchmessen und bisher sieht es so aus, also bisher habe ich nur Standards gemessen, also Antilopen, wo ich zum Beispiel weiß, dass sie vegetarisch sind und natürlich dann Löwen, wo ich denke, der war vor 2 Millionen Jahren wahrscheinlich auch schon ein Fleischfresser. Würde aber jetzt bald nochmal nach Johannesburg fliegen und hier auch die Fossilien in Malawi vornehmen, nochmal Proben nehmen und dann hoffentlich die Hominiden auch beproben können. Und dann zum ersten Mal direkt den Fleischkonsum dieser frühen Menschen, unserer Vorfahren, rekonstruieren können. Was man immer noch machen soll, wenn man in der fossilen Welt arbeitet, ist erstmal beweisen, dass es wirklich geht. Wenn es in modernen, wo man weiß, wer hat was gegessen, wenn es da funktioniert, dann, also das beweist man erstmal und dann kann man es in die fossile Welt mitnehmen. Das heißt, ich suche Zähne von Homo sapiens, die Sie vielleicht zu Hause rumliegen haben. Wer Lust hat, ist es wichtig, dass es Weisheitszähne sind, weil Weisheitszähne sind die M3s, die zuallerletzt, die wachsen halt zwischen, weiß ich nicht, 12 bis 18 ist man ungefähr, also in den Teenagerjahren, dann brechen sie mit 20 aus und dann werden sie danach ja oft entfernt oder auch manchmal davor. Und ich freue mich sehr über Veganer, aber ich nehme Zähne eigentlich von allen. Also wer Interesse hat, einfach an dieser Studie quasi teilzunehmen. Es wird dann veröffentlicht, aber natürlich ohne Namen. Aber wer Lust hat zu wissen, ob er oder Homo rudolfensis vor 2,4 Millionen Jahren mehr Fleisch gegessen hat, kann ich das gerne durchführen. Die Zähne gibt es zur Not auch zurück, sie gehen oft kaputt, moderne Zähne zerbrechen oft und sie werden auf jeden Fall dann ein Loch mehr drin haben. Aber ich nehme da gerne, was ich kriegen kann. Meine Adresse ist da. Ich bin hier. Dankeschön. Das war's.